Bitte verzeihen Sie, aber dieses Gepäckstück, sind Sie sicher, dass das Ihnen gehört? Das gehört meinem Gast, Justus. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Sachen gewaschen werden. Dein Gast? Ja, ein junger Studienreisender aus Spanien. Ich habe ihn am Flughafen kennengelernt. Gott, der Ärmste. So vom Pech verfolgt. Sein Portemonnaie wurde gestohlen. Pass, Geld, alles weg. Hallo, ich bin Emilio. Er wird hier übernachten? Ich habe es ihm angeboten. Schließlich hat er alles verloren. Soll er unter der Brücke schlafen? Du kennst diesen Menschen doch überhaupt nicht. Woher weißt du, ob seine Geschichte stimmt? Weibliche Intuition. Und wie er mich angeguckt hat. Ich gebe Justus schon mal Bescheid, dass er das Tafelsilber kontrolliert. Eine Weltreise. Cool. Aber damit ist jetzt erstmal Schluss. Weil du deinen Pass verloren hast. Aber hier ist es auch nicht schlecht. Ich war noch nie in Deutschland und das, was ich bisher davon gesehen habe, gefällt mir ziemlich gut. Ist dir hier irgendwie zu warm oder so? Na, wenn ich dich so sehe, so abgeranzt kann ich ja nicht mit einer Dame sprechen. Aber das ist Ansgars Hemd. Oh, nicht mein Stil, aber fürs Erste reicht's. Kim, wir müssen los. Ist er das? Ich muss da mal. Sehen wir uns wieder? Vielleicht. Auf Frauensprache heißt das ja. Und sag diesem Ansgar, dass ein bisschen mehr Farbe seinem Leben ganz gut tun würde. Ach, hier sind Sie. Ihre Wäsche ist in ein paar Stunden fertig. Vielen Dank, ich habe schon was anderes gefunden. Kann ich Ihnen was anbieten? Sie haben doch sicher Hunger. Danke, es geht schon. Was ist denn mit Ihrer Bekannten? Haben Sie die inzwischen erreicht? Die arbeitet noch, aber ich werde sie einfach überraschen. Die freut sich bestimmt riesig, mich zu sehen. Ja, wie gesagt, Sie können gerne so lange hier bleiben, bis Sie alles erledigt haben. Danke, Sie haben mir schon genug geholfen. Wenn es Ihnen recht ist, komme ich heute Abend vorbei und hole die Wäsche ab. Ja. Sie können mit uns zusammen zu Abend essen. Ach, wenn es keine Umstände macht? Mhm. Ja, unser Fahrer wird Sie dann in die Stadt bringen. Sie kennen sich ja sicher nicht aus. Wenn Sie nicht so jung wären, würde ich glatt sagen, Sie sind wie eine Mutter zu mir. Wow. Herr Sanchez nehme ich an. Willkommen auf Schloss Königsbrunn. Gestatten Sie, dass ich Ihre Jacke an mich nehme? Kein Problem, aber Emilio reicht auch. Sonst komme ich mir vor wie mein eigener Vater. Interessant. Yeah. Wenn ich Sie dann bitten dürfte? Die Herrschaften warten bereits. Die können sich auch noch ein bisschen gedulden, Kumpel, denn die Zuckerschnute ist wesentlich hübscher. Ich hab doch gesagt, dass wir uns bald wiedersehen. Schneller, als ich dachte. Hm. Was machst du hier? Ich bin eingeladen worden zum Abendessen von Elisabeth von Lahnstein. Bist du auch dabei? Klar. Ich esse immer mit den Lahnstein. Mit meiner Familie. Ach. So ein hübsches Ding in so einem Wahnsinnsschuppen? Komm, verrat's mir. Wen muss ich fragen, wenn ich dich heiraten will? Da fangen Sie am besten mal mit mir an. Damit du gegen diesen Sunnyboy da drin auch nur den Hauch einer Chance hast, biete ich dir hier einen Job an. Okay, was muss ich tun? Zu so einem kleinen Frauenheld die Sprache verschlagen? Sie wohnen hier? Ja, in diesem Wahnsinnsschuppen. Und außerdem bin ich der Vater von der kleinen Zuckerschnute hier. Wer sind Sie? Ich, Moment mal. Das ist mein Hemd. Ja, das haben Sie erkannt. Also für mich sahen alle gleich aus. Sag mal, kennen wir uns nicht? Was soll denn überhaupt dieser ganze lächerliche Aufzug hier? Emilio, schön, dass Sie... Emilio? Ich wollte mich den Gegebenheiten des Landes anpassen. Und außerdem dachte ich, dass deutsche Frauen eher auf blonde Typen stehen. Alles Teil meiner Studie. Ihr entschuldigt uns einen Moment. Ich habe ein paar Fragen an unseren jungen Freund hier. Wegen der Feldforschung. So, Freundchen, dann lass mal die Hosen runter. Was soll der lächerliche Auftritt? An Ihrer Stelle wäre ich ein bisschen netter, Herr von Lahnstein. Sonst erzähle ich Ihrer lieben Verwandtschaft da drin, dass Sie mich auf Mallorca dazu angestiftet haben, telefonisch bei dieser Auktion teilzunehmen. Na und? Ach, und wenn es für Sie kein Problem ist, ich dachte, es wäre so ein Riesengeheimnis. Ach, weißt du, wir haben alle unsere kleinen Geheimnisse.
Aber wenn du glaubst, du kannst mich hier erpressen, dann bist du schneller von der Bildfläche verschwunden, als du denken kannst. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich hier anlegst. Alles klar? Na, alle Fragen geklärt? Ja, sehr interessantes Forschungsprojekt. Haarfarben-Stereotypen im internationalen Spannungsfeld? Ja. Woher kennst du ihn jetzt eigentlich? Charlie! Guten Abend. Das ist übrigens der junge Mann, den ich am Flughafen kennengelernt habe. Oh ja, sehr erfreut. Hast du nicht gesagt, er ist auf Weltreise und studiert Menschen und Kulturen? Haarfarben-Stereotype. Ja, er will darüber ein Buch schreiben. Sehr interessant, oder? Sehr interessant. Ich denke, da werde ich in den Mietvertrag noch eine Klausel aufnehmen müssen. Er ist Christians Nachfolger, mein neuer Untermieter. Ach, dann bist du also die gute Bekannte hier in der Stadt? Ja, und du bist die Freundin mit der Essenseinladung.